10 Dinge, die mir in World of Warcraft auf den Sack gehen. Erstens, Default nicht Autoloot. Welches unzivilisierte Monster deaktiviert Autoloot? Und jetzt sagt mir bitte nicht, kann man nur machen. Man kann auch den Highgun Dance in Ego-Perspektive mit Click-to-Move und Trackball spielen. Aber warum sollte man das tun, wenn man alle Latten auf dem Zaun hat? Und bevor mir jetzt irgendwer sagt, dass die Taschen beim Autoloot so schnell zugemüllt sind, 136 Taschenplätze. Wenn ich Screenshots von Spielern sehe, die permanent 122 davon belegt haben, möchte ich durch den Bildschirm greifen und ihnen die Wirbelsäule durch den Rachen entfernen. Um es mit Karl Lagerfeld zu sagen, wer einen Dungeon Run oder Raid mit so wenig freien Taschenplätzen beginnt, dass er beim Looten sortieren muss, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Zweitens, das Auktionshaus. Oder was passiert, wenn man die serverweite Handelsplattform auf drei in Reihe geschaltete Casio FX82 auslagert, die man über Akustikkoppler aus Eritrea anpingt? Ich weiß nicht, was bei euch nicht stimmt, Herr Blizzard, aber World Quest Groupfinder zu deaktivieren wegen Performance-Einbrüchen der Spieler und dieses unsägliche Monster von Auktionshaus immer noch als Standard im Spiel zu haben, dieses erbarmungslose Etwas, das die Lebenszeit zahlender Kunden frisst, jetzt mal ohne Witz. Wenn ich die durchschnittliche tägliche Suchdauer auf einem belebten Realm mit der Anzahl der aktiven Spieler multiplizieren würde, wie viele Leben hätte das AHA bei durchschnittlicher Lebenserwartung in Summe schon auf dem Gewissen? Können wir mal überschlagsmäßig rechnen. Schätzen wir mal knapp 7 Millionen Spieler mit rund 90 Sekunden Suchanfragen pro Tag im AHA oder etwa 10 Millionen Suchminuten pro Tag. Und ja, das beinhaltet auch alle AHA-Power-User wie mich. Mal 365 mal 13. Sind 46,8 Milliarden Minuten, 89.000 Jahre oder umgelegt auf die durchschnittliche Lebenserwartung knapp 1.100 Auktionshaustote. Das Blut unserer Kinder klebt an eurem Auktionshaus, Blizzard. Wo wir gerade dabei sind. Drittens, Einzelstack-Verkäufer. 3.147 Fuchsblumen in den Taschen? Besser mal fix 3.147 einzelne Auktionen erstellen. Das haben schon Leute für weniger mit ihren Schneidezähnen bezahlt. Ernsthaft und auf die Gefahr, mich zu wiederholen, was zur Hölle stimmt mit euch nicht? Nun gut, ich habe eine Idee, aber könntet ihr nicht einfach eure Geschwister heiraten und mit Mitte 20 anfangen, Prostituierte zu zerstückeln wie die anderen? Müsst ihr der gesamten Community zur Last fallen? Nur mal so. Ich habe auf Thrall Goldcap und laut aktuellem Umrechnungskurs könnte ich dafür in der Ukraine rund 4 Typen anheuern, die keine Fragen stellen, wenn ich sie bitte, mein Problem mit Goldibank Frostwolf zu lösen. Ihr bewegt euch auf verdammt dünnem Eis, meine Freunde, und es ist Tauwetter angesagt. Viertens, AP-Token. Welcher Blockwart hat sich die Dinger ausgedacht? Ich meine, stellt euch mal dieselbe Mechanik bei Erfahrungspunkten vor. Du killst einen Mob, lootest einen XP-Token und kannst es benutzen, um deiner aktuellen Spec XP hinzuzufügen. Klingt ganz schön bescheuert, was? Wieso zum Geier funktionieren AP dann genau so? Ja, ich weiß schon, die sollen für uns Spieler ein extremes Spaßelement sein. Und damit wir den ganzen Spaß auch ja nicht verpassen, gibt's die ganzen Spaß-Tokens einzeln ins Inventar. Und damit man bloß nicht stolpert, während man 46 davon einzeln anklickt, kann man sie zur Sicherheit auch nicht im Laufen benutzen. Fünftens. Loot ohne Vendorpreis. Gibt es ein schöneres Gefühl, als auf Argus bei irgendeinem der ranzigen 300 Millionen HP-Rares ein gammliges Toy zum dritten Mal zu bekommen? Ein Toy, das nicht mal der Vendor nimmt, der eine bare Münze für verrottende Bärenkadaver in die Hand drückt, ohne mit der Wimper zu zucken? Ja, es gibt ein noch schöneres Gefühl. Nämlich beim Löschen irgendeines verdammten Teufelsfrettchens nicht nur okay, sondern Delete eingeben zu müssen, damit das Ding auch wirklich im Nirvana verschwindet, weil wir offenbar mit okay meinen könnten, dass wir uns nicht hundertprozentig sicher sind und da es ja schließlich auch keine extra Seite in der Accountverwaltung gibt, mit der wir zur Not zerstörte Gegenstände wiederherstellen könnten. Wisst ihr, was man dort übrigens nicht wiederherstellen kann? Follower Legendaries. Legendaries. Für Follower. Die kann man übrigens auch einfach mit einem Klick überschreiben. Mit einem. Nur mal so. Aber hey, sind ja auch schließlich nur Legendaries und kein einzigartiges Spielzeug, das ich verdammt nochmal bereits besitze. Sechstens. Relikte. Nun gut, Relikte sind ja sowieso von vorne bis hinten ein steter Quell der Freude, vor allen Dingen, wenn man feststellt, dass das Best-in-Slot-Ding in Mythic 15 Seed droppt. Aber als wäre das System von vorne bis hinten noch nicht ganz kacke genug gewesen, gab's mit dem Argus-Patch halt noch den Netherlight Crucible dazu. Vermutlich, weil irgendwo im Blizzard-Hauptquartier eine Alarmglocke angegangen ist, dass eine Legion-Mechanik gefährlich niedrige Konzentration von RNG aufweist. Aber der Teil ist nicht mal der schlimmste. Wirklich schlimm ist, dass man den Relikten beim Drop nicht ansehen kann, welche Traits sie haben, um sie gegebenenfalls zu handeln.
Und wenn man die Trades sehen will, nicht nur zum Netherlight Crucible muss, sondern die Dinge auch unhandelbar macht. 7. Sylvanas Greymane's forces hold this Warden Tower. Windrunner. Was auch immer der Alten im Oberstübchen Welt geworden ist. Aber ich bin hoffentlich nicht der Einzige, dem aufgefallen ist, dass die Zed Legion nicht mehr so ganz auf Kante gebügelt ist, oder? Also mir gibt die jetzt verrückte Ex-Freundinnen-Vibes. Die Sorte, die Liebesbriefen Körperteile von Wirbeltieren beilegt, weil sie das romantisch findet oder beim Aufheulen des ABC-Alarms kreischt, sie spielen unser Lied, Hermann. Obwohl du nicht Hermann heißt und dir gerade auffällt, dass du ein Talent dafür hast, in der U-Bahn beschissene Plätze auszusuchen. Nur, dass es am Ende nicht wieder heißt, ich hätt's euch nicht gesagt. 8. Blinktron 5000 Aufsteller. Möget ihr euch den großen C derart am Türrahmen stoßen, dass der Nagel nach oben umklappt und euch dabei noch einen groben Spleiß auf voller Länge genau unter dem Zehennagel bis zum Anschlag ins Nagelbett treiben. Aber das ist doch nett, wenn jemand Blinktron stellt, höre ich euch sagen. Nett! Blinktron 6000 kann Legendaries droppen. Blinktron 5000 kann das nicht, löst aber denselben Daily CD aus. Das Einzige, was Blinktron 5000 also macht, ist zu garantieren, dass es für dich persönlich, Chantal, heute kein Legendary gibt. 9. Die Transponder-Quest. Genau, das Ding in Storm Peaks oder Sturmspitzenfront oder wie auch immer das Ding im deutschen Client heißen mag. Nicht, dass man da wenigstens einfach so kack Drachen umboxen und Drachensaft aufsammeln könnte. Nein, man muss die Viecher aggroen und sich dann in gammlige Pfützen stellen, damit sich ein Ladebalken füllt, weil die Entwickler offenbar aus WoD mitgenommen haben, dass Ladebalken zuschauen ganz schön geil ist. An sich wäre das ja noch halbwegs okay, wenn ein Drache wenigstens genügend Energie hätte. Hatte aber nicht. Man braucht mindestens zwei davon. Und ich schwöre, es ist die einzige Quest überhaupt, bei der die Russen im Groupfinder mal nicht AFK oder 6000 Kilometer entfernt sind, sondern genau neben einem auftauchen und den Drachen mit voller Energieleiste umlöten. 10. Die Volltrefferhütte. Hat es nicht ausgereicht, dass Jäger im übertragenen Sinne jeder produktiven Aktion echter Spieler in World of Warcraft seit mehr als einem Jahrzehnt im Wege stehen? Brauchen wir auch noch die Volltrefferhütte? Wie genau ist das Meeting abgelaufen, als fast alle Ordenshallen irgendwo in die Pampa gepflanzt wurden und man dann zum Jäger gekommen ist? Wir könnten die ja mal mitten auf dem mittlersten Berg des Kontinents pflanzen, sodass sie absolut jedem im Weg ist, der kein Jäger ist. Und was machen wir, wenn jemand drüber fliegen muss? Ach, fliegen bekommen die doch erst in einem halben Jahr. Und wenn es soweit ist, dann werden sie halt einfach an den Arsch der Heide zurückgeportet. Coole Idee, Malte. Machen wir so. In diesem Sinne, euer Onkel Barlow.